Leute, es gibt extrem geniale Neuigkeiten für alle Fans von GTA 5 Roleplay. Denn das Roleplay-System oder der Mod, sage ich jetzt einfach mal, der soll in GTA 6 ebenfalls verfügbar sein. Und es gibt sogar das Gerücht, dass diese Sache auch für die Konsolen möglich sein soll. Warum soll das so sein? Denn vor einigen Tagen hat Rockstar Games selber bekannt gegeben auf Twitter, dass sie die Firma, die hinter der ganzen Geschichte steckt, die dieses Roleplay-System überhaupt erst ins Rollen gebracht haben, diese Mods auf PC, diese Firma haben sie aufgekauft, was nichts anderes bedeutet als, alles klar, Rockstar Games hat die Augen aufgemacht, hat festgestellt, das hat eine riesen Community und es hat wirklich eine extrem krasse Community, wenn man sich mal so anguckt, was auf Twitch los ist, wie viele Zuschauer alleine gerade in GTA 5 unterwegs sind, hauptsächlich wegen dem Roleplay-System. Das ist eine absolute Augenweide tatsächlich und so macht es nur Sinn. Und vor einigen Monaten hieß es sogar, dass Rockstar Games das Roleplay-System verbieten wollte in GTA 5. Und jetzt haben sie aber wahrscheinlich das Potenzial dahinter erkannt und werden es mit ziemlicher Sicherheit in GTA 6 zurückbringen. Für die Konsolen ebenfalls, was eine richtig feine Sache ist. Ladies and Gentlemen, wenn das mal nicht eine richtig geile Nachricht für GTA 6 ist, es wird einfach geil. Ich kann es kaum noch erwarten, bis GTA 6 endlich rauskommt. Leute, lasst mich in den Kommentaren wissen, habt ihr schon mal das Roleplay-System gespielt in GTA 5 online? Ja, nein, vielleicht. Habt ihr Interesse dran? Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn ihr mal ein paar Kommentare da hinterlasst. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr in Sachen GTA 6 nichts mehr verpassen wollt, seid ihr bei mir genau richtig. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.